Unten braucht man ja einfach nicht zu Anfang bauen, wenn nichts ankommt, außer ein Creep oder so. So, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Shopping Mall. Wir haben heute ein Haarpower. Wir wollen euch dann mal ein bisschen den Fressnapf zeigen. Ganz schöner Shop eigentlich. Da wir in Runde 1 nur ein bisschen was von Grau erhalten, da er zu Anfang erstmal subbt und dann später selber baut, wird's recht entspannt. Deshalb bauen wir dann einfach nur erstmal ein Haystack. Das Schöne an einem Haarpower ist, oder allgemein am Power, wir haben eine Anzeige, die uns anzeigt, wann wir abheben müssen, damit wir das Gold immer rechtzeitig haben. Die sehen wir jetzt oben rechts. Dann haben wir die Vorteile, dass es keine Special Levels gibt wie Invis, Ghost, Panic, Spell Reduction. Jetzt nur mal als Beispiel. Das fällt alles weg bei Power, dadurch, dass es halt alles schneller geht. Deshalb kann man dann auch ruhig mal so einen Shop nehmen, wo man dann nur das Research Reveal hat. So, da ist gerade unser Grau gelieft. Meinte dunkelgrün. So rum. Unser Grau ist noch da. Heißt, ich habe immer eine ganze Lane. Oder besser gesagt eine halbe Lane, solange Gelb noch da ist. Der Haystack regelt auch noch alles problemlos, wie man sehen kann. Auf Rot wird eine Kombi aus AOK und Tui spielen. Auf Light Blue haben wir dann noch ein Fitness, der auch gut killen wird. Nachteil für einen Waffenladen, dadurch, dass er so wenig Erfahrung für die Drohnen bekommt. Dann haben wir noch eine H&M. Die freut sich über jede Runde, wo wir nicht defliegen. Ah, sieh mal einer an. Was denn? Hellblau mit Ben direkt. Ja, mache ich auch meistens. Und der killt immer gut. Also bei mir kommen sie jetzt alle low durch. Die hätten einen Hit mehr vom, also alle 3 HP, so in etwa. Die hätten alle einen Hit mehr gebraucht vom Haystack. Bisschen ärgerlich, aber kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Dann bauen wir den Haystack schon mal um für Level 4, damit wir da wieder besser killen. Er kill ich dir auch weg, ne, Fabi. Bei mir brauchst du nicht mit Erlix rechnen. Okay. Das ist das Schöne beim Fressnapf von der Anti-Air. Sie kostet 50 Gold und killt er einfach komplett. Da kann man nicht sich drüber meckern. Auch wenn es ein bisschen wenig aussieht mit 1300 Damage die Sekunde. Aber sie hat ein sehr hohes Attack-Tempo, sie hat einen Splash und sie hat eine recht gute Reichweite. So, dann bauen wir sie mal. Dafür können wir auch den Expert-Builder nehmen. Dann können wir nebenbei selber noch ein bisschen weiter mazen. Im Gegensatz zur späteren Anti-Air vom Fressnapf, das ist die Eule, die hat ein Multi-Target. Die ist zwar stärker, aber je nachdem, welcher Mod jetzt gespielt wird, zum Beispiel Ghost, würde ich immer das Schäfchen empfehlen anstelle von der Eule. Da es halt einfach mehr Damage macht. Aber wir sehen ja jetzt, wie sie jetzt schon die Kills macht. Dadurch, dass die Creeps auch nur 140 Leben haben.
Jetzt kommen nochmal ein paar vereinzelte Nachtzügler. Das Haupthaus sollten wir auch nochmal ausbauen. Das Haupthaus ist wichtig beim Fressnapf, dass es recht mittig steht, dadurch, dass es einen eigenen Angriff hat. Dann kommt hinzu, übers Haupthaus, je weiter man es ausbaut, desto mehr Damage bekommt man. Der Damage-Typ verändert sich immer mal wieder. Der Cooldown verkürzt sich vom dem Angriff im Haupthaus. Und der wichtigste Vorteil ist, man hat ein höheres Nahrungslimit, wenn man es ausbaut. Also immer schön auch darauf achten, dass man das nie voll hat und auf einmal nicht mehr bauen kann. Wenn man es auf einmal so hat und man sich denkt, ich wollte doch gerade noch ein bisschen mazen, kann schnell mal sein, dass man einen kleinen Moment warten muss, bis man weiter bauen darf. Sag doch mal einer, was ich hier falsch baue. Dass du falsch baust, dafür kann ich auch nichts. Woher sollen wir denn wissen, was du falsch baust? Das Schöne beim Fressnapf ist einfach, dass die Maze Tower nur 4 Gold kosten und man dadurch recht geringe Maze-Kosten hat. Der Nachteil ist, dafür haben sie auch weniger Damage als die anderen Rassen beim Mazen. Wenn du nochmal Range oder Damage abgekönnt ist. Wichtig ist es auch immer beim Fressnapf zu Anfang ziemlich dicht am Haupthaus zu mazen, dadurch, dass man so mehr Damage auch im Haupthaus oder das Haupthaus mehr Damage machen kann, wenn die Tower wirklich dicht am Haupthaus lang gemazed sind. Später hat es auch eine höhere Reichweite mit jedem Ausbau, dann schießt es halt auch weiter und dann kann man auch ein bisschen weiter weg vom Haupthaus mazen. Aber solange man die Möglichkeiten hat, in der Nähe zu mazen, sollte man diese auch nutzen. Wie wir sehen, Grau baut auch langsam. Das bringt uns den Vorteil, dass wir dann auch die Creeps alle ein bisschen verzögert bekommen von ihm. Sobald er dann selber seinen Fire Sale hat, haben wir dann das Glück, dass von ihm selber nicht mehr viel durchkommt. Zu den anderen Shops mal so ein bisschen. Wir haben einen Aral dabei, der hat sehr, sehr guten Stun, womit man auch sehr gut killen kann. H&M hat auch viele Stun Tower, hat einen guten Single Damage, hat einen guten Tower zum Ende, der super Splash hat. Der Fitnessladen, der kann zu Anfang super regeln mit dem Ben, später ein Tyler zum Beispiel. Zum Ende dann hin würde ich selber, gerade bei Power zum Beispiel oder bei Groß, alles wo die Creeps gesteckt kommen, in Jan Ulrich, also auf jeden Fall dafür den Tipp geben, dadurch, dass er einfach mehr Damage macht. Zudem hat er den Vorteil, dass die Side-Effects nicht ganz so stark sich stapeln bei ihm und dann noch den Vorteil, dass man diese auch, dass diese dann halt nicht ganz so hoch stacken, weniger Schadensreduzierung sozusagen, denn jede Stufe vom Side-Effekt gibt auch gleichzeitig dann weniger Schaden. Zum Ende können es dann schnell mal 50% sein und über 50% Damage-Reduzierung freut sich keiner. Dann haben wir noch eine AOK dabei. Die AOK hat den Vorteil, mit jedem Div League gibt es Gold. Je weiter man schon spielt, umso mehr Gold gibt es dann. Sprich, jedes verlorene Leben gibt Gold für die AOK. Zudem kann sie auch selber wieder Leben herstellen, was auch noch ein schöner Nebeneffekt ist. Hat einen Rabatt, womit sie dann 25% vom Kaufpreis wiederbekommt, wenn sie den Tower fertig gebaut hat.
Bedeutet, man kann auch seine Tower für 100 Gold verkaufen. Meinte für 100% Gold wieder verkaufen, dass man, wenn man jetzt seine 700 Gold ausgegeben hat für den Tower, bekommt man auch die 700 Gold wieder, wenn man ihn verkauft, wenn man den Rabatt voll ausgebaut hat. Das meinte ich vorhin, wenn man nicht aufpasst, dann kann man nicht mehr bauen, weil das Food Limit voll ist, so wie jetzt gerade. Jetzt müssen wir mal kurz warten, dass das Haupthaus fertig baut. Auf Rot läuft soweit alles gut bisher in Runde 12. Ich glaube, da brauche ich jetzt mehr Damage an, ja. Ja. Ihr könnt es mir aber auch 200 Gold geben und ich baue einen Gully. Das ist immer safe. So, der Tower ist jetzt fertig gebaut. Wie ihr sehen konntet, das braucht irgendwann halt wirklich seine Zeit, bis das Haupthaus dann ausgebaut ist. Rot hat jetzt gerade einen Gully gebaut, damit er selber mehr Damage macht. Die Vorteile vom Gully sind, wenn ihn ein Supporter baut, er macht halt einfach keine Kills. Er greift die Creeps mit einer Seuche an, die sie nur bis auf 1 HP runterhaut. Und dann kann derjenige, der dann, wo der Gully dann halt in der Maze steht, einfach alles ganz entspannt killen, sag ich mal. Gerade fürs Early ist er sehr gut. Wenn man 1750 XP hat, kann man auch sagen, man baut ihn aus zum Klärwerk. Dies kostet allerdings 3000 Gold, hat den Vorteil aber, dass er das 7-fache an Damage macht, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht genau, was müsste, glaube ich, im Tool stehen, oder Fabi? 210 Damage die Sekunde. Ja, genau, 7-fache vom Gully jetzt. Wir gucken jetzt mal, dass wir die Bank auf die nächste Stufe ausbauen. Dann bauen wir nochmal den Fressnapf eine weitere Stufe aus. Kleiner Nachteil, während man ausbaut, das Haupthaus greift nicht an. Nächster Nachteil, alle Tower haben keinen Damage-Buff. Sprich, es wäre immer sehr vom Vorteil, wenn man den Damage-Buff zuerst hochgezogen hat auf seine 25%, wenn man auch das Haupthaus fertig hat. Ansonsten kann es schnell mal sein, dass man auf einmal weniger Damage macht als in der Runde davor. Ja, für die Störung konnte ich jetzt gerade auch nichts. Das ist leider so, wenn man nicht alleine wohnt, dass dann auf einmal Störungen aus dem Hintergrund reinkommen können. Ach, das war jetzt ein bisschen zu früh abgehoben. Wer darf was? Ah, okay. Rot wurde gerade noch mal ein bisschen gesupportet, damit er noch ein paar Zinsen bekommt. Das Gold möchte die Bank dann in der darauffolgenden Runde gerne wieder haben, damit sie wahrscheinlich den Fire Sale bauen kann. Ein recht starker und guter Tower, sag ich mal. Hat einen super AOE, sieht Invis, wobei bei Power Invis gibt's nicht. Für die anderen Level halt recht schön. Greift Invis an, sieht Invis. Ist ähnlich jetzt zum Beispiel wie im Plan B oder Gully, sie greifen Invis an, obwohl man sie nicht sieht. Das sind dann manche Spells, die das können. Die Maze bei uns, die steht auch langsam. Nachteil ist halt beim Fressnapf, die Tower brauchen halt eine gewisse Zeit, bis sie fertig sind. Und da sind diese, ich weiß jetzt nicht, was es sind, 6 Sekunden Bauzeit sind da schon nicht gerade ohne, die merkt man dann halt recht fix. Oh, da hat die Anja einen Error. Schade. Ja. Schaffst du das auch ohne Anja auf Rot? Ja, ne? Ja, schade. Ja, schade ist sowas immer. Das auf jeden Fall. Da kann ich dir nicht widersprechen.
Anja, hattest du denn durch Zufall nicht neu gestartet oder so? Ich weiß das ja nicht, ob du neu gestartet hast. Kannst du sonst gleich einmal kurz schreiben. Ich muss ja auch bald wieder zur Arbeit wahrscheinlich. Ja, das kann sein, wenn sie heute wieder Nachtschicht hat. Mehr Höfe errichten, damit ich mehr bauen kann. Ja, siehst du, jetzt ist die Endstufe vom Haupthaus fertig. Jetzt können wir auch weiter mäsen. 14 Tau haben wir noch frei. Ich wollte hier jetzt gerade noch eine Reihe runtersetzen und es dann dabei lassen fürs Erste. Dann selber gucken, dass ich langsam ein bisschen zum Damage bauen komme. Indem ich jetzt gleich erstmal die Bank ausbaue. Braucht unser Rot noch einen zweiten Winter? Sieht mir ganz so aus, oder? Ja. Gut, zu spät. Ach, schade. Ja. Aber die Anja mag uns nicht schreiben, ob sie heute noch arbeiten soll oder nicht. Dass auch keiner von den anderen wintert oder so, ne? Ja, okay, dann wissen wir ja Bescheid. Ich muss dir aber irgendwie ein Steck hier zusammenrücken. Ja, mach ich gleich. Ist das geregelt, Fabi? Schwer. Brauchst du noch einen Winter? Ja, alles selten, Eis zu bauen. Ja, kann ich jetzt machen. Was denn, AS? Ja. Jo. Hast ja schnell gebaut. Wenn der steht, ist safe. Wenn die Musik zu laut ist, also. Alles gut, die hört man nicht. Oder wenn er nur ab und zu mal gering oder so, keine Ahnung. So viel, wie ich am Quatschen nebenbei bin. Ich habe selber auch noch Musik an, von daher. Oh, kommt da ein Freekill zu mir? Ja, da kommt ein Freekill mit 400 Leben, knapp. Bei sowas freut man sich natürlich immer. Ansonsten, Fabi, wenn du magst, ein ganz kleines bisschen leiser. Zwischendurch kommt so ein komischer Pfeifton da zustande. Ja, jetzt ist besser. Jetzt hört man eher die Stimme als diesen Pfeifton, aber das passt schon. Kleiner Nachteil beim Haupthaus, der Damage Buff, den man sich kaufen kann im Haupthaus, der geht nicht aufs Haupthaus, sondern nur auf die gebauten Tower. Jetzt, wo wir den Pinguin haben mit seinem Hero Damage, killen wir ja auch hier recht gut. Da kommt jetzt kaum noch was durch. Dann haben wir das Haupthaus mit seinem Chaos Damage. Das geht auch super. Als nächstes bauen wir gleich die ein oder andere Katze, damit wir einen Speedbuff bekommen für die Maze. Dank diesem Speedbuff greifen dann die Tower, die in der Nähe von der Katze sind, schneller an. Was immer sehr gut ist, gerade zum Beispiel beim Skorpion, lohnt es sich sehr. Da kann ich es nur empfehlen.
Da der Skorpion auch noch recht langsam ist, durch diesen Speedbuff bekommt er dann ein erhöhtes Angriffstempo. Er hat selber einen Crit von dreifachen Damage. Dadurch kann er dann auch noch öfters critten. Allgemein, jeder Tower freut sich, wenn er schneller angreifen darf. Ich würde wieder ein bisschen Anti-Air bauen, wenn es dich nicht stört. So, da bauen wir jetzt mal Anti-Air. Wir nehmen jetzt mal die Eule. Eine bauen wir zum hinteren Ende der Maze, eine zum vorderen, direkt neben das Haupthaus. Ja, okay, tschüss Anja, man sieht sich die Tage. Frohes Schaffen, nicht so viel Spaß. Genau. Oh, da kommen ein paar Defleaks, wa? Ganz, ganz knappe Dinger. Ja, einer mit 600 Leben kommt zu dir. Wofür baue ich überhaupt zweimal Anti-Air, Fabi? Wenn eine schon alles killt für 250 Gold, ist die, glaube ich, ein bisschen stark, oder? Auf jeden Fall, die Anti-Air, über die kann man sich gar nicht beschweren bei diesem Shop. Muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Eule, 250 Gold, killt 5 komplett. Das ist schon, meine 25, das ist schon ganz in Ordnung. Da hat man auf jeden Fall was von. So, wir bauen jetzt hier einen kleinen Skorpion hin. Der dürfte dann auch lang bis nach 30. So, hier gibt es gleich wieder die Speed Aura für den Skorpion. Naja, schade, bisschen spät, aber. Aber ansonsten läuft das Game ja bisher super. Auch für einen Fressnapf. Der killt ja auch nicht schlecht, wenn ich mir das mal angucke hier. Shops wie jetzt zum Beispiel dem Waffenladen kann man den Fressnapf jetzt nicht vergleichen, sag ich mal. Da liegen so ein paar Welten zwischen. Aber wir befinden uns hier ganz gut im Mittelfeld, sag ich mal. Dadurch, dass wir jetzt ja auch noch jemanden vor uns haben, der auch noch was killt, bekommen wir automatisch auch noch weniger Kills.
Ich nehme jetzt dieses Game mit Absicht keinen Support an, sonst würde ich den natürlich immer wieder gerne nehmen. Aber ich will halt zeigen, dass man die Shops auch wirklich ohne Support spielen kann und killen kann in dem Spielen. Sondern, dass man da nicht den Support braucht, damit man erstmal auf 5000 Gold kommt und dass man dann Damage ohne Ende bauen kann. Man kann es halt auch so schaffen, ohne Support. Man braucht keine großen XP-Tower. Wie man sieht, ich habe hier immer noch den Haystack vom Anfang stehen. Könnte ich mittlerweile auch theoretisch schon so gut wie verkaufen. Werde ich jetzt gleich auch mal machen. So, da kommen jetzt auch schon die ersten Bosse. Und er stirbt auch sehr, sehr schnell, wie wir sehen. 28.000 Leben, sage ich mal, aufgerundet. Wenn ich jetzt gleich Glück habe, bekomme ich noch welche von unserer Bank, die unter mir sitzt. Dadurch, dass sie die wahrscheinlich nicht mit einem Fire Sale ein bisschen slow killen wird. Sieht bisher auf jeden Fall nicht unbedingt danach aus. Wobei, ich habe da eine Reihe übersehen. Könnte vielleicht doch noch was werden, aber ich gehe nicht davon aus. Es sind dafür noch zu viele Leben, die Bosse haben. Sehr, bei uns kommt jetzt schon 31 an, was sonst normalerweise Ghost wäre. Selber sind wir jetzt bei 4200 Gold, also auch schon fast beim Max-Sense. Von daher, nächste Runde bekommen wir noch mal ein bisschen unter Max-Sense und danach... Nee, jo. Aber jetzt sind wir dann auch beim Max-Sense. Das passt dann super. Dann können wir auch noch mal ein paar größere Tower bauen. Wie jetzt dann zum Beispiel die Schildkröte, die Schlange, die Spinne. Alles drei auch noch sehr gute Tower. Die Schildkröte und die Spinne haben Chaos Damage, die Schlange hat Helden Damage. Ist für die unterschiedlichen Rüstungstypen auch immer sehr vom Vorteil, wenn man unterschiedlichen Damage hat von den Towern her. Dass die nicht alle. Ja. Also, dass jeder Tower einen unterschiedlichen Damage-Typ hat, das ist ab und zu ganz sinnvoll. Wenn man da dann jeden Typ mal vertreten hat. Da haben wir jetzt zum Beispiel gerade so einen Crit vom Skorpion gesehen von 21.000. Die sind schon nicht unbedingt gerade schwach, sag ich mal. Ja, was zu sagen, die sind noch nicht ganz reif. Ja, die Crit-Chance ist halt nicht die höchste. Dann das Attack-Speed ist dann auch noch ziemlich gering. Deshalb bauen wir jetzt einfach mal eine Schlange dazu. Damit die mit angreifen darf. Weil man sieht einfach, dass die Krebs langsam immer mehr Leben bekommen. Und da fliegt der nächste. Jetzt ist der Waffenladen rausgeflogen. Dafür haben wir alle ein bisschen Gold bekommen. Ach, wir sollten auch nicht den Bilder von der Schlange wegziehen, während wir bauen. Das ist auch nicht so vom Vorteil. So wie es aussieht, fliegt jetzt auch noch unsere Bank, die unter uns baut. Das heißt, wir haben wieder nochmal Gold bekommen, dass die den Schaden erhöhen, was wir jetzt noch nicht ganz komplett gemacht haben. Das wird dadurch dann etwas teurer, was natürlich ein bisschen schade ist. Ich hatte eigentlich gehofft, man kann es noch so ein bisschen aufsparen.
Natürlich ist es immer sinnvoller, den möglichst früh mit hochzuziehen, solange er noch wenig Gold kostet, wenn viele Spieler dabei sind. Oh, Anti-Air vergessen. Ist da jemand dazu gekommen bei uns? Nee, da kam eine Nachricht von LNDM, sein Internet ist down. Ja. Ja. Jo. Selber können wir da auch nicht viel dran ändern. Ja, das ist doch super. War ja bisher auch so easy. Oder nicht? So, wir sind jetzt gerade dabei, die Spinne zu bauen. Die Schlange haben wir immer noch nicht fertig gebaut. So, jetzt ist die Schlange auch fertig. Jetzt gleich müssten, glaube ich, die Tower von Grau verschwinden. Ja, genau, jetzt sind sie verschwunden. Sprich, jetzt bekommen wir auf Thiel auch noch mehr Krebs ab. Und dann steigt die Killrate auch noch ein bisschen. Ach hier, Fabi, ich habe gestern mal wieder CS installiert. Dann ein bisschen gezockt. Jo. Hatte mal wieder Lust. Spielst du auch, oder? Ehre ich mich da jetzt. Du spielst auch CS, oder? Nee, aber mein doch, du hast das Spiel auch. Ja, früher war ich sehr gut. Jo. Ich hab früher auch mal mehr gesuchtet dort. Aber man muss ja Prioritäten setzen zum Shoppen. So, dann werden wir jetzt gleich nochmal eine kleine Schildkröte bauen. Die setzen wir aber da vorne hin. Brauche halt immer ein bisschen von der Bauzeit her, aber dann killen wir gleich noch mal ein bisschen besser, wenn die kleine Schildkröte da ist. Und da ist sie fertig und haut ihren Aerial Slow raus. Beziehungsweise ihren Thunderclap. Ist so eine kleine schöne Nebenfähigkeit von einer Schildkröte, deshalb empfehle ich immer auch nicht nur eine zu bauen, sondern bei einer größeren Maze auch ruhig mal zwei. Wenn man möchte, kann man auch drei draus machen, das muss jeder selber für sich wissen. Ah, der Stun oder der Slow, der ist schon ganz nett. Jo, ich bin da dir. Ja.
Dann bauen wir hier jetzt mal die zweite Schildkröte hin. Ansonsten so zum Shop, das einzige, was er bisher noch nicht hat, ist ein XP-Builder, wie man bisher schon auf der zweiten Seite sieht. Da bin ich selber noch ein bisschen dran am Arbeiten, was ich da am besten nehme, was auch gut zum Shop passt. Falls jemand Ideen hat, kann das ja gerne hier unterschreiben ins Video dann und ins Kommentar. Dann kann ich mir da vielleicht auch mal was mit überlegen, wenn da jemand eine gute Idee hat. Und das war's dann. So, dann hatten wir jetzt aber eine vernünftige Shop-Erklärung. Und ich denke mal, das können wir für euch dann hochladen.